Du willst deinen richtig stabilen Rücken? Dann darfst du den unteren Teil deines Lats definitiv nicht vernachlässigen. Bevor wir zu ganz konkreten Tipps kommen, wie du diesen Teil noch besser ansteuern kannst, noch besser treffen kannst, müssen wir uns zunächst einmal die Anatomie des Latissimus näher anschauen. Der Latissimus setzt nämlich am Oberarmknochen an und hat seinen Ursprung am Rumpf. Und dementsprechend führt er auch primär zwei unterschiedliche anatomische Funktionen aus. Zum einen bringt er deinen Oberarmknochen von außen nach innen, das Ganze nennt sich Schulteradduktion, und dementsprechend trainiert auch ein Latzug oder auch ein Klimmzug deinen Lat ziemlich gut. Und auf der anderen Seite haben wir eine sogenannte Retroversion bzw. eine Schulterextension. Und das wiederum heißt nichts anderes als, dein Oberarmknochen wird von vorne nach hinten geführt. Und dementsprechend wird natürlich durch einen Überzug oder auch durchs Rudern der Lat richtig gut belastet. An sich ist also der Lat nur ein einziger Muskel. Können wir dann überhaupt den unteren Teil stärker fokussieren? Nun, wenn wir den Lat ein bisschen näher betrachten, dann werden wir feststellen, dass er einen fächerförmigen Faserverlauf besitzt. Während einige Fasern fast schon parallel zum Boden verlaufen, befinden sich die untersten Fasern in einer doch sehr, sehr schrägen Ausrichtung. Und dementsprechend können wir je nach Übungsausführung diese in eine Linie zur Last bringen. Ist gar nicht so kompliziert, erzähle ich euch gleich, wie das geht. Und damit natürlich den unteren Teil stärker fokussieren. Wichtig, natürlich wird der Lat immer im Gesamten arbeiten. Also du kannst dir jetzt nicht nur aussuchen, die unteren Fasern zu kontrahieren, das ist eben nicht möglich. Aber man kann durch ein paar Tricks, auf die wir gleich zu sprechen kommen, so ein bisschen den Fokus verschieben. Und darum soll es hier auch gehen. Also, um in Faserrichtung arbeiten zu können, müssen wir einfach dafür sorgen, dass der Oberarm-Oberkörperwinkel größer als 90 Grad ausfallen wird. Dann müssen wir einfach nur dafür sorgen, dass der Oberarmknochen nach hinten und nach unten geführt wird. Und dann kriegen wir den unteren Teil richtig gut rein. Wir führen also eine Kombination zwischen Rudern und einem Latzug bzw. einem Klimmzug aus, wobei man sagen muss, dass natürlich die Ruderkomponente so ein bisschen stärker überwiegt. Und du musst auch keine Angst haben, dass du dadurch irgendwie den Lat nicht richtig triffst. Wenn wir uns da in die Datenlage reinfuchsen, werden wir feststellen, dass viele Rudervarianten den Lat nicht jetzt unbedingt schlechter treffen als ein Klimmzug oder auch ein Latzug. Im Gegenteil. Kommen wir aber jetzt zu den Übungen und den Tipps, damit du wirklich das Ganze auch in die Praxis umsetzen kannst. Übung Nummer 1, die guten alten Brosepros. Denn bei dieser Rudervariante geht man in der Dehnung mit dem oberen Teil des Oberkörpers mit und kann damit die unteren Fasern extrem gut in Faserrichtung dehnen. Aus dem Grund mache ich in jeder Einheit die guten alten Brosepros. Die zweite Übung, auch sehr, sehr gut, High Rows, aber unilateral am Kabelturm. Auch hier kann man den Oberarm-Oberkörperwinkel recht üppig ausfallen lassen und die unteren Fasern so perfekt in Faserrichtung belasten. Besonders einarmig mit einer Lateralflexion, also in eine Seite reinlehnen, das kann der Lat nämlich auch, können diese beiden Übungen, also sowohl die Brosepros als auch die Highrows am Kabelturm, extrem krass reinknallen. Probier's einfach mal aus. Generell kannst du natürlich alle möglichen Ruder-, Klimmzug-, Latzug-Varianten ausführen, die genau die zuvor genannten Kriterien erfüllen. Also deiner Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Zum Schluss noch drei Tipps, damit du diese auch direkt mal an diesen Übungen anwenden kannst und den Lat richtig zerberstest. Also Punkt Nummer 1, super wichtig, schieb die Schulter immer nach unten. Denn dadurch, dass der Lat am Oberarmknochen zieht, sorgt er auch dafür, dass die Schulter runtergebracht wird. Und dementsprechend willst du den Lat richtig aktivieren und willst du vor allem, dass der ganze andere Kram, der da auch noch hängt, ne, Trapez und alles, was dazu gehört, willst du, dass die weniger aktiv sind und mehr der Lat, dann sorg dafür, dass du deine Schulter schön runterdrückst. Tipp Nummer 2, versuch den Oberarm nach innen zu schieben, also Richtung Wirbelsäule, um Ansatz und Ursprung nochmal gefühlt so einen Ticken näher zu bringen. Also das ist eher so ein Mind-Muscle-Connection-Tipp. Du wirst wahrscheinlich eh nicht so krass nochmal reinrudern können, also in den Körper reinrudern können, aber versuch's einmal. Ich finde diesen Tipp sehr, sehr gut, um nochmal das letzte bisschen Kontraktion rauszubekommen. Mir explodiert der Lat immer danach, also probier's mal aus. Und der letzte Tipp, zieh nicht zu weit. Sorg einfach dafür, dass dein Oberarm gerade so an deinem Körper vorbeigeführt wird. Kein Millimeter weiter, denn du weißt, ne, Ansatz, Ursprung,
Da ist kein Platz mehr, ne? Der Lat ist schon kontrahiert, da geht halt nicht mehr viel. Und dann trainierst du halt eben die hintere Schulter und alles Mögliche. Und deswegen zieh auf jeden Fall nicht zu weit und bring auch deine Schulterblätter nicht unbedingt zusammen. Aber das ist eigentlich ein Thema für ein ganz anderes Video. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich hoffe sehr, dass ich euch damit ein bisschen mehr Mehrwert mit auf den Weg geben konnte. Denkt daran, falls ihr euer Trainingswissen oder Ernährungswissen auf das nächste Level bringen wollt, unten sind die Links, Trainingspedia, Ernährungspedia, Trainingspedia Pro, Technikpedia, alles, was euer Herz begehrt. Ich bin draußen, wünsche euch viel Erfolg mit dem unteren Lat.